Oliver, du spielst Malcolm McCain. Es klingt fast schon wie so Peter Parker, Clark Kent. Ja, genau. Und, Malcolm McCain, ja. Wie, also der sieht auch, finde ich, auch sehr witzig aus, hat eine Tasche dabei, Kopfhörer. Wie würdest du selbst Malcolm McCain optisch und auch inhaltlich sozusagen beschreiben? Ja, also ich versuche ja gegen das Stereotyp von einem Fondsmanager zu gehen da. Ne? Und ich habe immer so gedacht an die Korthose von Bill Gates und dann habe ich einen Schlossbesitzer in Irland kennengelernt und der hat lauter Löcher in den Klamotten gehabt und so ein Ralph Lauren Pullover getragen, auch hier mit so Löchern, aber die waren gar nicht geflickt, mit Löchern in den Socken. So ein nerdy Typ, der mir so Spaß gemacht hat mit Baseballkappe, ja, und so einer Brille und der sich so, wo die Klamotten ein bisschen zu groß sind, der so immer komische Sachen macht. Also so einen, der eigentlich Spaß, der soll einfach Spaß machen, die Figur soll Spaß machen. Die sollte mir Spaß machen und dem Zuschauer vor allem am Ende Spaß machen. Kanntest du das Buch? Ich meine, das ist über 22 Jahre her. Nee, ich habe das Buch nicht gelesen und die riefen irgendwann an und sagten, mach doch mit. Und dann habe ich. Hast du gedacht, mach ich mit? Dann war ich gerade auf Mallorca und habe gedacht, oh nö, ich bin eigentlich ganz schön hier. Was außer ihr zahlt eine Solaranlage. Dann ah, okay, das wäre fair. Das ist die Solaranlage im Bau, die hat mir Paramount Plus bezahlt. Oh, okay. Das ist nachhaltig und fair. Eben, von der okay. Die Menschen haben keine Wurzeln mehr. Alles löst sich auf. Jetzt kommen Sie, ein Nobody, gesandt von einer Prophezeiung. Du bist angestellt von dem reichsten Menschen der Welt, John Fontanelli. 1.000 Milliarden hat er. Was sind denn so... 1.000 Milliarden. 1 Trillion im Englischen. Eine Billion in Deutsch. Man kommt immer durcheinander, ja. Und was sind denn so die Do and Don'ts, wenn man der reichste Mensch der Welt ist? Ich bin's nicht, keine Ahnung. Also würdest du sagen, kam einfach, und wie sieht so der normale Tag aus für so einen John Fontanelli? Guck mal, das ist wie bei allen anderen auch. Die stehen auf, dann müssen sie atmen, dann müssen sie Zähne putzen, dann gehen sie auf Toilette, dann gehen sie, dann wird er frühstücken oder auch nicht. Und dann macht er vielleicht ein bisschen Sport, dann gibt er mal ein bisschen Geld aus. Er kann halt mehr Geld ausgeben als andere. Da musst dich halt, du hast halt die Verantwortung, dir dann zu überlegen, für was gebe ich jetzt das Geld, aus wem gebe ich es? Mhm. Weil alle wollen es. Ne? Und ansonsten bist du halt trotzdem ein Mensch, der essen, trinken, schlafen muss. Der aber auch extrem viele Feinde hat, ne? Also ist jetzt nicht so ganz entspannt. Also irgendwie John wird ja auch öfters, kommt in bedrohliche Situationen. Das fand ich bei der Serie super. Das ist wirklich ein bisschen, es hat ein bisschen James Bond-Look, so Bruce Wayne, aber er hat keine Kräfte außer Fahrradfahren. Stimmt, das kann er ganz gut. Das hat er auch richtig gut gelernt, dieses Fahrradfahren. Ich verstehe die Dinger nicht, diese Fahrräder mit einem Gang, wo du dann auch noch. Die du dann runterbremsen musst. Ich fahre wahnsinnig viel Fahrrad und gerne Berge rauf und Berge runter mit Mountainbikes und so. Aber diese Art von Fahrräder, die habe ich nie begriffen. Aber wahrscheinlich, ich bin auch nicht so gern in Städten. Das ist auch sehr, sehr Berlin-Ding. So. Ja, es ist irgendwie cool, ne? Total, also ich kann es damit nicht. Also es muss irgendwie cool sein. Er kommt auch wahnsinnig gut an bei den, bei den Mädels. Und meine Tochter hat, der habe ich die Serie geschickt so, und sagt, guck doch mal rein, weil ich gucken wollte. Ich wollte was machen, was auch junge Leute richtig geil finden und interessiert. So, ich dachte, endlich mal was machen für junge Leute. Das ist Publikum von morgen, die muss ich haben und an die will ich ran. Und meine Tochter findet oft so, die ist jetzt auch schon 19, aber sie hat dann Fassbinder gespielt. Ja, dann hast du dann Sex mit Männern, da sehe ich da, wie du dann irgendwie da gevögelt wirst. Das ist so, so das... Sagt man auch der Tochter vielleicht nicht. Sagt meine Tochter, sagen wir mal so, die will ihren Papa da nicht in lauter Sexszenen sehen und so. Und da fand sie dann so Adifadi und so. Und dann habe ich ihr das geschickt, habe ich gewartet. Dann kam 3 Wochen später, rief sie plötzlich an und sagte, ja, hast du mir so eine Serie geschickt, die ist total cool. Die ist total cool. Ich suchte das gerade weg. So, ne? Da dachte ich, interessant. Hat mir aber gar nicht gesagt, wie sie mich findet. Ne? Und dann rief sie wieder an und sagte, Papa, ich habe dich gar nicht erkannt. Du warst irgendwie in der Serie da. Das ist ja richtig cool. Du bist ja komischerweise richtig cool. Ja? Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass mich erst nicht erkannt hat und dann die Serie richtig gut findet. Und die ist total darauf angesprungen. Und deswegen habe ich es gemacht. Und das ist gut. Wir müssen ihn fertig machen. Also wollen wir jetzt im Wandel in der Industrie. Ich bin
nicht mit denen an einem Tisch sitzen und über Beteiligung reden. Scheiß auf die! Ich will die fertig machen! Das ist gut. Du musst eine sechsteilige Mega-Paramount-Serie machen, damit deine Tochter sagt, ja, das ist cool. Ja, die ist auch gut, die Serie. Also die gefällt mir auch. Es hat, du hast recht, es hat diesen Look. Der ist cool. Ich finde es immer so schwierig, weißt du, wenn oft sollen wir ja über Sachen reden, wir wissen gar nicht, wie das Produkt dann geworden ist, schon bevor das Produkt fertig ist. Jetzt habe ich es endlich, ich habe es gesehen und habe es selber, Prädikat Masucci, Stempel, gut befunden. Das ist gut. Also die eine Frage, glaube ich, hat sich jeder gestellt oder vielleicht gestellt, was wäre, wenn du von heute auf morgen der reichste Mensch der Welt wärst, was du machen würdest? Ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich würde mich wahnsinnig bereichern, ne? Und dann wahrscheinlich erstmal all das kaufen, was ich nicht brauche. Ich glaube, ich bin nicht, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem, was ich mir erarbeitet habe. Wahrscheinlich müsste man es verschenken. Man müsste es in frühkindliche Bildung investieren, weil das ist, glaube ich, frühkindliche Bildung ist das, der ist der größte Payoff, den du haben kannst, ist frühkindliche Bildung. Du legst dich gerade mit der ganzen Welt an, begreifst du das nicht? Du bist der Falsche! Du hast die Macht, das Leben der Menschen zu verändern. Wenn man so eine fette Serie macht, was nimmt man mit? Also was, ich glaube immer, wenn man so ein Ding macht, lernt man auch irgendwas? Sei es vielleicht noch eine andere Sprache, ne? Ihr habt auf Deutsch, auf Italienisch, auf Englisch, auf Französisch gedreht. Oder irgendwas, wo du sagen würdest, oh wow, bei diesem Projekt habe ich das gelernt. Ich habe gelernt, dass es nicht schlecht ist, auch eine Regisseurin ans Werk zu lassen. So, hat Paramount Plus zum Beispiel gemacht, haben eine Regisseurin reingesetzt, haben gesagt, okay, das kann jetzt nicht nur einer machen, das machen jetzt zwei, das soll divers sein, die soll auch ihre Chance kriegen. Und das ist vielleicht ganz gut. Wunderbar. Danke dir. Dass beide dabei sind. Danke dir.